Ja. Oh, ah. Der +1 kann gegen gerade so rein. Was wird für ein Holzanhänger wollen wir nehmen, Jungs? Ich denke, so ein mittlerer Holzanhänger oder so? Wenn wir alle zu dritt fahren? Ja gut, langer. Nicht verfügbar? Achso, in der Ladefläche, weil die angebaut ist. Na, komm schon. Er will nicht. Junge, Junge! Hast du mich gerade gerammt? Ja klar, weil ich gesehen habe, dass du feststeckst. Freundlich. Aber da hilft auch kein Rammen. Da hilft nur Eigenwinde. Wie kann ich den hier jetzt noch festziehen? Da. Hi. Boah, du bist da einfach so durchgekommen? Sie verarschen? Easy. So los. Denn ich hab Ziel. Sucker. Skill. Deswegen ist Dave mit dem Truck stecken geblieben. Wow. Das habe ich nur gemacht, weil ich einen riskanten und modifizierten Weg gefahren bin. Eben. So much Dave Hate hier, wow. Bin da jetzt links oder kann ich der Straße folgen? Ach, jetzt weiß ich, warum es so schwer ist. Okay. Hätte irgendwie die Stelzen von meinem Anhänger ausgefahren. Oh, nice. Hi, Daniel. Warum? Wo ist das Problem hier mit dem langen Holzanhänger? Ey, Jungs, oh, stopp, no, ich fahre in meinen langen Holzanhänger rein. Ja, ich wechsle jetzt eh kurz den Truck. Moment. Yay, die Garage! Wo ist sie denn? Bring dein Fahrzeug in Position, ja, aber was mache ich denn hier? Falsch. Die Bremsen, ne? Wenn die Bremsen an sind. Oh Gott, ist das Ding laut, ey. Ja, das Ding ist so laut. Ich habe extra den Sound schon ein bisschen leiser gemacht. 20% oder so? Ja, finde ich sogar mehr. Da, fahr mit meinem Monster Truck durch den Wald. Dun. Ich meine, seit den Euro Truck Simulator 2 weiß ja sowieso jeder, dass ich professioneller Einparker bin. Oh ja. So, okay, wie war das nochmal gleich? Das Ding einfahren irgendwie, ne? Aktion, genau, einfahren. Da und drauf. Sehr gut. Ich mach da mal Platz für euch. Ich wollte jetzt auch erstmal den anderen nehmen. In jeden Fall. Habt ihr eine Tankstelle gesehen hier irgendwo? Ja. Die ist direkt in der Nähe, an der Garage. Wo denn? Unterhalb der, also links von der Garage, je nachdem wie du auf die Karte guckst. Also direkt daneben. Achso, jo, da steht auch Kraftstoff. Daneben. Wow, Alter, kannst du mir nicht erzählen, dass man das wirklich bei euch so sagt? Ich sag das so. Daneben? Hört sich an, als wäre keine Ahnung. Egal. So. Sagst du, Entschuldigung, Mr. Hochdeutsch. Wow, Mr. Hochdeutsch. Meinst du richten? Du meinst du Mr. Korrektes Deutsch? Oh. Schwarzfeuer. Jockel, du redest auch Hochdeutsch, darfst du nicht sagen. egal, ob du es sagst oder nicht, Jockel, weil im nächsten Moment flamest der Dave. Okay, ich sag gar nichts. Gute Idee. Sehr gut. Kraftstoff. Du brauchst den Kraftstoff. Eigentlich, für die Garage nicht alles auf? Nein. Ah. Ist aber auch neu. Könnte sein, ja. Ich hab ein paar Screenshots gemacht hier. Denk dran, wir müssen auf jeden Fall Screenshots machen, nicht dass du es vergessen. Ah, diesmal übrigens Spin-Test in 60 FPS. Next Level Shit. Ja, wir haben bloß keinen Mattspritzer verpasst. Das ist eigentlich relativ unspektakulär, was ich hier bisher gemacht habe. Also ich habe eigentlich nur den Typ D genommen und bin mit den Werkstattanhänger-Dingen sozusagen zur Werkstatt gefahren, habe die Werkstatt aktiviert, habe den Typ D genommen, also den Fuchs hier. Bin mit dem Fuchs den ganzen Weg zur Werkstatt gefahren, habe mir den langen Holzaufhänger gegeben lassen und habe ihn eingefahren und habe das Ding aufgetankt. Mehr habe ich nicht gemacht. Und jetzt bin ich gerade auf dem Rückweg. Ja, das ist eigentlich alles. Nur so ganz nebenbei. Ja, oh, endlich. +1. Daniel. Hallo. Grüßt euch. Das seid ihr. Hi. Hi. Alles gut. Möp.
Wo ist denn Jockel? Kommt der noch? Ich komm noch. Achso, okay. Kommt denn der alte Jockel noch? Jockel noch? Scheiße, ich hab den Weg verpasst. Jo. Jockel, nur um so ein paar Gerüchte zu klären. Bist du wirklich 43? Nein. Oh. Also ja. Ich bin 24. Ja, so wie wenn Frauen Ja sagen, oder? Hallo. Hallo, Jockel, grüß dich. Guck mal hier. Oh, schön. Lange ein bisschen Matsch stecken, oder? Nee, ist gut gegangen bisher. Oh, tatsächlich, da hat nur 200 aufgetankt. Ja, richtig fies, oder? Oh. Ja. Aber zum Glück ist da direkt die Tanke daneben. Ja, das stimmt. Sag mal, für den Fall, dass alles Stricke reißen, ne? Hast du denn irgendwo noch so ein Auftankding in der Nähe stehen? Oder hatten wir nie ein Auftankding? Auftankding habe ich alles schon zur Garage gefahren. Ah, okay. Ja gut, okay, dann müssen wir zusehen. Ja, oder ich, Ja, oder ich hole mein Auftank noch Ding, weißt du? Ja, ist ja auch doof. Du musst ja auch die Baumstämme rüberfahren, ne? Ich kann euch ja nur supporten, ne? Ja, warum eigentlich nicht? Dave kann uns auch supporten. Ich glaube, kann das ganz gut. Also. Nein! Jetzt. Wie bitte? Du wolltest gerade sagen, also wenn David irgendetwas gut kann? Ja. Shots fired. Daneben. Warum bin ich nochmal hier? Weiß nicht. Keine Ahnung, wollte ich. Bist du zugelaufen? Oh, ungefähr. Oh, sorry, Dave. Come on. Bro hug. Bin vollgetankt. David, weißt du, ich lieb dich. Lammtypes. Wie ein heterosexueller Mann dich nur lieben kann. So, wir haben da einmal Lamm, einmal übers Wasser und dann zum Objektiv. Wow, wie viel Holz kriegst du mit dem Lamm? Ich glaube 4. Ja. Warum? Nicht 6? Kann sein, ja. Warum? Ja, ich überlege, ob ich mal dann einfach so ein Medium-Ding nehme oder so. Oder ein Small. Weil Small kannst du auf jeden Fall immer mitnehmen. Ja, oder Small. Mit einem langen, mit einem Small sollte das eigentlich klappen. Mit Sachen Holzlieferung und so. Glaube ja. Auch, ja. Und? Oh shit, nein. Ich habe Fotos gemacht und bin dabei fast gegen Baum gefahren. Shit. Quick. Fahre ich überhaupt richtig? Oh ne. Zwei kleine? Oder hast du noch einen Utility Truck jetzt hinten dran? Ich habe jetzt noch einen Utility Truck hinten dran. Wow, nice. Du hast einen kleinen und einen Utility Truck? Ja. Oh, das ist gut, ey. Das ist also richtig die gut. Kleine Ladefläche und dann halt so einen kleinen Truck hinten dran. Denk dran, ne? Aber Utility Truck ist zum Reparieren, ne? Fuel Truck ist zum Auffüllen. Denn der hat Fuel und Reparier-Dinger. Ja, der hat beides. Ah, oh, okay. Ja, dann habe ich nichts gesagt, ne? Ja, dann gönn ich mit dir noch. Gönn dir den, ja. Ja, gönn dir. Los. Oh, Alter. Wenn du Topspeed hier über die Dinger drüber fährt, ey. Goddammit. Mein Motor ist wieder abgekackt. Mein Vater hat ein Auto. Der fährt so ein Opel Kombi. Und der hat so eine komische Eco-Funktion. Der hat so eine Taste, womit immer der Motor ausgeht, wenn man stehen bleibt. So eine Ampel und so, ne? Und mein Vater regt das immer so sehr auf, dass er immer die Taste ausmacht. Also man muss sozusagen jedes Mal, wenn der Motor gestartet wird, also von neuem gestartet wird, muss er auf diese Taste klicken, damit halt der Motor nicht ausgeht, sobald eine Ampel stehen bleibt. Das macht er jedes Mal. Und ich habe gesagt ihm jetzt bestimmt seit einem halben Jahr, dass er endlich mal im Handbuch nachgucken soll, wie man das permanent deaktivieren kann. Meinst du, mein Vater macht das? Er drückt immer diese scheiß Taste, jedes Mal. Schon wie so ein Ritual geworden. Ja, dann möchte man sich auch nicht mehr umgewöhnen. Nee. Kennst du das ja von deinem Vater. Ja. Sorry, wenn ich da im Video erwähne. Also sind Väter halt. Ist ja so ein Papa-Spiel hier. Im Prinzip könnten das auch unsere Väter zocken. So. Ja. Boah, ja. Da hab ich heute wieder 6 Baumschirme durch die Gegend gezogen. Den ganzen Matsch. Ja, knietief im Dreck, boah, knietief im Dreck. Oh ja. Ja. Oh Gott, Papa. Gut, dass mein Vater immer die Videos hier nicht guckt. Ja, meine auch nicht. Ja. Ja. Aber ich bin wieder fragt noch was. Und Daniel, wie laufen die Mondi-Mundai-Videos? Nicht so, nur Mundai. Oh ja, wie laufen die Mondi-Mundai-Videos? Ganz gut, danke. Mundai-Movie. Nice.
Mandy Moondai, genau, Mandy Moondai nennt er das Ganze. Mandy Moondai, mein Name übrigens. Papa, kannst du den Namen nicht merken? Das ist wirklich wichtig für mich. Was, Mandy Moondai? Heißt ja doch, oder nicht? Mit einer 7. Nein, Papa. True story, by the way. Ich hasse es, wenn der Mandy Moondai sagt. Stop tipping Kommentare! Wo bist du denn schon? Ich bin schon beim Holz. Sorry, ich hab mich so verquatscht. Aber ich kann ja gleich warten auf euch. Also ich lade das Ding erstmal auf und dann warte ich auf euch, weil sonst stehen wir es nur. Jetzt kommen wir so ins Gehege durch. Ja, Gehege. Das Gute ist, falls wir keinen Bock mehr haben auf den, auf der ganze extra Benzin und extra Repair-Punkte, können wir die einfach irgendwo liegen lassen. Stimmt. Es ist gut, dass dieser Truck direkt an dem Weg geparkt ist, sonst müssten wir uns den immer zusammensuchen und quer über die halbe Map fahren. Ja. Oh ja. Das Beste ist ja, dass irgendwo ganz weit außerhalb auf dem Flutgebiet, also wirklich so mitten auf so einer Insel, mitten im Fluss sozusagen, auch irgendwo einen Truck, den man sich holen kann. Keine Ahnung, was das für ein Truck sein soll, aber das ist garantiert nicht besser als das Ding hier. Nee, niemals. Oh nein, 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 stop it. So. Der tut fast so, als ob der kleine Anhänger gar nicht da wäre. Die andere zieht es einfach, ist ihm egal. Mag das. Ein kuschelig warmes Gefühl im Bauch. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ne? Aber ich bin relativ stolz auf mich. Beim ersten Versuch habe ich direkt das Holz auf das Ding drauf bekommen. Wow. I'm so proud. Perfekte. Ich überlege, wie lange ich da teilweise umgefuchtelt habe, das drauf zu bekommen. War ich denn richtig? Oh ja. Wir sind schon fast da. Warte, ey. Dum-d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 um. Captain Moondai und seine Crew. Wir hätten auch vielleicht einmal irgendein Cloaking deaktivieren können, ne? Ich sehe nur, wie wir da wirklich so in die Karte so einen Pfad reingeschnitten haben. Ja, brauchen wir jetzt im Prinzip auch nicht mehr. Ne, eigentlich nicht. Too much, too good. Just saying. Hopp, hopp. Wir haben alles, was wir wollen. Ja. King of the world, bitches. Ja. Den Style und das Holz. Wir können ihn besser machen, wir haben das Holz. Nein? Okay. Nee. Oh mein Gott. Das ist auch noch aufgenommen. Wieso? Warum? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sehr gut. Okay. Zugegebenermaßen, ich wollte zuerst dieses Ich hab Style und das Holz. Ich hab all das, was euch Bibern so gefällt. Ne? Das meine ich. Aha. Kenn ich nicht. Natürlich nicht. Uraltes Lied von, glaube ich, Bushido oder so, ey. Keine Ahnung. Ah, komm, hier hätten wir auch Holz holen können, ne? Vielleicht ja, aber dazu bräuchten wir so ein Anhängerding da, ja, so ein Kran. Ja, so ein Kran, ja. Eigentlich mitnehmen können. Wo ich mich daran erinnere, was für ein Krampf das war, die aufzuladen. Mhm. Oh ja. Oh ja, wo Jockel quasi so eine kleine Wissenschaft rausgemacht hat und die ganze Zeit das war und dann der Server down gegangen ist. Erinnert ihr euch noch? Boah, das war oh, so ja. Das war echt schlimm. Ich hab gedacht, er weint. Sag mal, wo bleibt ihr eigentlich? Ich stehe die ganze Zeit jetzt hier. Ja, ich sehe dich schon. Wirklich? Sehe ich euch nicht? Ach, da, von da aus kommen die, okay. Ich sollte eigentlich so stehen, dass ich euch nicht im Weg stehe. Muss mal gucken. Nee, es dürfte eigentlich alles in Ordnung sein. Das sieht so lustig aus, was dein Anhänger macht, ne? Mein Anhänger? Anhänger. Brauchst du ein bisschen Reparierungspunkte oder Sprit oder so? Sprit wäre cool, ja. Wow, was macht denn dein Anhänger, Jockel? Sag ich doch. Dein Anhänger ist mega crazy. Ja. Ich dachte, du müsstest über eine andere Federung nachdenken. Soll das Ding ein bisschen pimpen? Wie wär's mit härteren Federn? Weil die sehen ein bisschen weich aus. Also, ich fährt ja ganz normal. Hast du da so einen kleinen Mini-Anhänger dran? Willst du ein bisschen reparieren und so einen kleinen Sprittank? Ja!
Nicht nur er. Ja, du auch? Ja, klar. Was, ihr beide? Wie, warte mal. Achso, Jockler hat einmal klein Holz und du hast sozusagen komplett Utility und komplett Sprit? Richtig, ich habe immer Repair und nochmal Spritkram dabei. Ah, okay. An den Supporter. Stell ich dir einfach mal so ein bisschen hinter mich hin, so. Dann kann ich noch ein paar Fotos machen. Dann haben wir noch hübsche Fotos. Fall von ein Stück vor, David. Oder ich warte auf Jockel hier. Ja, ich denke, Jockel ist ein bisschen cooler, weil der hat ja noch den ganzen Holz drauf. Der hat den ganzen Holz drauf. Ja, lass mich in Ruhe jetzt. Was ist denn hier los, Mr. Hochdeutsch? Herr Mr. Hochdeutsch. Sorry, Alter. Wir können das nächste Mal auch Danebu tanken. Oh, hacken wir jetzt auf den kleinen David rum, weil er lustig spricht? Ich weiß nicht, ob ich das lustig nennen würde. Warum hat keiner von euch so einen kleinen Kran mitgenommen? Ich weiß es nicht. Ich habe kurz überlegt, einen Kran mitzunehmen, aber ich dachte, nö. Lieber Repair, das brauchen wir wahrscheinlich eher. Ja, Repair und Fuel, ziemlich wichtig. Obwohl, wir sollten das schon mit dem Fuel noch bis zur Ding schaffen. Bis zum Objective. Sollen wir nicht wirklich schaffen. Jetzt müssen wir gleich erstmal durch einen anstrengenden Fluss durch. Ja, vor allem, ich habe das Riesending da hinten drauf, ne? Ich hab Angst, dass ich damit irgendwie absaufe oder so. Oder im Daniel hat das. Daniel hat das Riesending hinten drauf. Hello, Friends! Wo soll ich mich hinstellen? Wow, Jörg redet plötzlich wie Lasse. Ja, irgendeine muss ihn ja ersetzen. Jetzt, wo er in Amerika ist. Du musst einfach an mir vorbeifahren, sozusagen. Du musst vorfahren, Jockel. Oder David fährt vor, je nachdem. Nee, ich fahr vor. Okay, weil wenn ich stecken bleibe, ist das scheiße, weißt du? Wow, hast du mich ernsthaft gerammt, Mann? Ja. Du bist so talentlos, Jockel. Das war irgendwie ein bisschen größer. Übrigens ist dir schon mal aufgefallen, dass in den ganzen Bildern, die Lasse gemacht hat, alles so einen Sepia-Effekt hat. Ich habe immer gedacht, das wär so gemacht von Hollywood, aber anscheinend ist Amerika wirklich Sepia. Ach so, ja, oder ist einfach ein Hipster. Bisschen Sprit für euch. Oh, danke, das Achievement! Danke, du hast in den Screenshot hast du das Ding aufgetankt. Oh. Kannst du ein Stückchen näher zu mir kommen, so? So einmal so ein bisschen weiter nach links rüber? Okay. Also ein bisschen zurücksetzen dafür, ne? Ja, oder du reparierst mich einfach nochmal kurz. Das kannst du natürlich auch machen. Das war ich, sorry. Ach so, okay. Weil komischerweise, mein Anhänger hat keinen Sprit drin, wo ich vorhin tanken war. Tut mal H. Oder geht. Achso, ich sehe das ja nicht, wenn du Licht an hast. Schön gut. Ja, egal. Wir haben genügend Screenshots. Ich bin bereit. Fahr los. Okay. Guck mal, wo wir nicht absaufen. Ich finde das übrigens irritierend, dass ich der Motorgeräusch nicht höre. Ja, das ist echt schade. Du hast einfach nur gute Ohrplömpel drin, du hörst nur deinen Motor. Plömpel. Danke, ich wollte jetzt gerade sagen, hättest du jetzt nicht über Plömpel gemacht, wäre ich ein bisschen sauer geworden. Ich fand das lustig, ich fand das gut, weißt du? Aber Danebu ist ein bisschen anders, oder Daneba? Daneba, was ist mit dir los? Daneba! Daneba hast du gesagt, Daneba! Daneba! Ja. So, ich fahre in den Fluss, seid ihr hinter mir? Jo, ja. Hoffe. Daneba, was ist du im Plusgang oder im normalen Gang? Normalen. Ich habe Angst vor deinem Anhänger. Okay, du darfst auf jeden Fall nicht langsamer werden, weil ich jetzt Vollgas gebe. Boah, ich hab echt Angst hier, ne? Oh. Ah, ist alles gut. Bisschen. Jocke, auf jeden Fall nicht langsamer werden. Du musst auf jeden Fall Gas geben. Ja, ich versuch. Da machst du sehr gut, Jockel. Da machst alles, du sehr gut. Alles ins Gaspedal. Ja, nee, dein Holz wird nass. Ich weiß. Ah, das sehe ich. Wenigstens etwas. Ernsthaft? Ja. Ja, oh, das funktioniert extrem problemlos im Vergleich zum ersten Überqueren. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich weiß, da ist so ein Schatten, so ein Todesschatten mitten auf dem Wasser irgendwo. Wo ist er? Da steht safe drauf. Oh, scheiße, nein, rechts nochmal. No. Ich glaube, jetzt mal im Wasser stehen. Gas! Jetzt muss ich mal in diese Pfütze hier reinfahren. Wobei das jetzt echt mit dem Panzer hier nichts ausmacht. Ja, der Panzer. Ein bisschen witzlos, ne? Fast. Ja, schon ein bisschen OP. Voll keine Challenge und so. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Fast wieder zum Spawn, ne? Was? Ja. Du fährst echt? Ja, wir müssen zum Spawn wieder, quasi.
Okay, warte mal, ich drück mal kurz F1. Aber wir fahren einfach immer geradeaus. Also, im Vergleich zu den anderen Karten ist die hier sehr einfach. Ja, aber ja. Das Ding ist, ne, denk dran, wir haben quasi den halben Weg, also wirklich, also diesen halben Flussweg, den halben Fluss sozusagen, wollte ich sagen, der quasi für uns, der ist sozusagen von uns gar nicht benutzt worden, nehmen wir es einfach so, Gottverdammt, ey, Finger die Worte. Weißt du? Wir sind quasi nur über diesen kurzen kleinen Fluss rüber. Wir spielen sozusagen die Map hier wie diese andere Map mit dem Fluss. Ja. Dummerweise weiß ich nicht, wie die heißt. Fluss. Flussmap, ja, irgendwie sowas. River hieß sie, glaube ich. Ja, genau, River, genau. Ja, die war aber auch, trotzdem war River extrem schwer. Ja, auch die Überquerung war da ziemlich kompliziert. Ja, die erste, aber sobald wir die Fahrzeuge dann hatten, ne? Ja. Hat auch. Ja, aber. Ja. Ist ein bisschen wie hier halt. Ja. Aber wie lange wir bei River gebraucht haben, ich meine, wir haben so gefightet. Vor allem den Weg, der da überhaupt zum River zu kommen, war ja schon extrem anstrengend durch den Wald und so. Und da musstest du gucken, dass du nicht so viel Damage kriegst, weil sonst kannst du den Fluss nicht mehr schaffen. Ja, richtig. Da war das ja hier im Kindergarten. Ja, das ist jetzt vor allem auch so eine offizielle Map, ne, von den Sprinter-Entwicklern. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir wirklich mal so eine gemoddete Map spielen. Wir haben so viele coole Maps gesehen in der Lobby. Also, vielleicht sind die einfach echt besser. Oder, muss ich sagen, fordernder, nimm es mal so. Oder haben wir was Besonderes oder so. Ich habe zum Beispiel eine Map gesehen, da gab es sogar eine Brücke. Also, weißt du? So eine richtige Brücke? Ja, so eine richtige Brücke, so aus Stahlbeton, Stahl und Beton. Ja. Nicht nur aus ein paar Baumstämmen und Erde. Ja, genau. Besten Brücken. Ja, ich hoffe, dass die besten Brücken aus Stahl und aus Beton sind. Oh shit. Oh, Daniel hat hier... Oh Gott. Hier ist ein leichtes Problem in Sachen... Hölle? Ja. Ja, da bin ich auch vorhin fast umgefallen. Ja, das Problem ist nur, jetzt darf ich unmöglich umfallen, das wäre echt scheiße. Oh ja. Ja, das ist super. Ja. Hat funktioniert. Alles kein Ding. Ich lebe noch. Okay. Ich konnte auf dem Weg so einen +1-Gang reinhauen. No, darauf verzichte ich lieber, wenn ich so einen Laden hier drauf habe. Ah, oh, das fällt mir gerade so ein. Ich wollte gerade sagen, der Payload ist so wichtig hier. Wir müssen noch Payday spielen, Mensch. Das musst du auch noch heute machen. Stimmt. Oh Gott. Ja, yay! Payday, das war mega cool. Ich fand die Mission mega lustig. Ja, die Mission ist echt. Die hat mir auch Spaß gemacht. Da habe ich auch wieder Bock drauf. Ja, so mit Romulus und Remus und so. Und endlich mal Stealth und nicht immer nur laut. Was sagst du? Das ist richtig, ja. Nach 500 Missionen, die man eigentlich quasi nur rumballert. Ja, mega, mega spannend. Ey, lass uns doch mal. Das ist so ein bisschen wie die Sprinter-Entwickler. Oh, komm, wir haben mal. Oh, ein halbes Jahr ist vorbei. Wird Zeit für ein Update, wa? Ja, wie wär's mit einer Ballermission, die ist schnell gecodet, Ende. Ja, wir klatschen einfach aus jeder guten Mission alles zusammen rein. Genau. So eine Art, so, ja komm, lass uns eine Payday-Mission machen. Wie wär's mit, wir müssen jemanden umbringen. Oh, genius. Und dann so, wie wär's mit, nebenbei kann man noch Meth kochen. Oh, Meth, sehr gut. Und so weiter und so fort. Ey, haben wir Meth kochen nicht schon? Ah gut, da brauchen wir nicht mal neu kodieren, easy. Ja, genau. Steuerung C, Steuerung V, easy, fertig. Yay. Okay, Jockel, du stehst bei mir gerade, ist das normal? Ja, ist normal. Ich muss hier, glaube ich, so ein bisschen auffahren, weil ich, Ich lasse hier keinen rein, bevor er nicht, repariert ist und betankt ist. Oh. Aber du bist voll repariert. Dave ist halt da. Ja, ich ramm dich einfach da rein. Nein! Tschüss, okay. Anhänger. Oh, der Anhänger lebt noch fit. Shit. So, abladen, hallo? Ach, da. Bam! Wuhuhu! Jockel, gib mir einen Riff! Wow. Seht, Line Navigation haben wir bekommen. Das ist absolut weil normal, wir kein, weil wir nichts aufgedeckt haben. Ja, genau. Wow. Oh yeah. Like a pro. Jockel ram! No. Jetzt könnten wir im Prinzip noch nur alles aufdecken, aber ne? Ja, wenn wir erstmal noch ein bisschen ingame bleiben, noch ein bisschen alles aufdecken. Hm? Ja, wir haben 30 Minuten gebraucht. Glockenrahmen hier. Okay, komm. Au! Gib ihn! Los, A1 und Vollgas! Detach Trailer! No, Handles dort! No, Rückwärtsgang! No, Handles! Jockel, ich sag mal so, du bist ein bisschen getrapped. I'm trapped! Trapped! They are all against! Wow, lass meinen Holzanhänger da hinten, Mann! Wow, ja, Jockel! Wow, Jockel, Mobber! Du mobbst! Wow, Mobber! Jetzt bekommt ihr alles.
Zack, Handbremse angezogen, Jockel, das war's für dich. Ey, what the fuck, hör auf! Jockel, hör auf! Hallo, hallo, der Baum! Jockel, da ist ein Baum zwischen mir und dir! Ja, und? Oh, jetzt bin ich in dir. Oh, wow. Wo ist Jockel? Yay! Zumindest das war mal wieder Splinter. Oh no! Wie hat euch Splinter das gefallen? Wie hat euch die Sache gefallen? Schreibt's in die Kommentare! Schreibt über die peinlichen Revelations, die wir über unsere Familie und unser Privatleben gemacht haben. Wie hat's euch gefallen? Yay! Muss schalten, warte. So jetzt. Ja, nur noch 2 Jahre und dann haben die Splinters Entwickler auch First-Person-View reingemacht und Mob-Fähigkeiten. Wow, ich bin wirklich getrappt hier hinten. Mob. Okay. Also, in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oh no, Jocke von der Seite. No. Oh nein, 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 oh shit, 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 shit. Ich weiß gar nicht, was mit Dave ist, aber ich sehe Dave teilweise gar nicht mehr. Was ist in mir drinne? Ich hab da so ein kleines Problem hier. Nimm es mal so. Pass auf, ich hab eine ziemlich gute Idee, wie ich dich rausziehe. What the fuck? So, wo hab ich denn? Ach, da. Da. Alles klar, zieh mich raus. Motor abgewürgt. Windangebot von Dave annehmen? Ja, warum nicht, ne? Oh nein, stopp, Dave! Nein, 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 das ist die falsche Richtung! Nein, Dave! Was tust du? David, okay. Nein! Kein Problem. Hör auf! Gib mir die Winde! Mach die. Da, Wind ist los. So, klein mal. Ja. Schau mal, Dave, du musst mal kurz aufhören, mich zu befummeln. Höre, auf. Alles klar. Okay. Give it to me. Gib ihm! Siehst du, Dave, so funktioniert das. Warte. Mein Motor wird irgendwie abgewürgt. Oh. Oh. Okay, Daniel ist dead. Oh. David! Leichenstellung! Stop it! Daniel hat genug! Nein! Ich kann nicht mehr ertragen! Oh, Engine stalled. Sorry, warte. Jetzt. Ich glaube, ich habe genug gelitten. Hilfe! Okay, können wir aufhören? Es wird unangenehm. Hilfe! Hey, guys! Okay. David ist an meinen Truck-Genitalbereich gerade. Engine ist stalled, warte. Okay, kein Ding. Wiedersehen, tschüss. Oh no! Danke, Jörg.